Herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Rubenson. Ich bin die Moderatorin für die SOM Online-Konferenz. Die findet das nächste Mal zwischen dem 21. und 24. September statt. Und mit mir hier habe ich Eva Ming. Hallo Eva, freut mich, bist du hier? Hallo? Eva, du bist Multiple Entrepreneurin und du hast eine eigene Agentur und ein riesengroßes Netzwerk, vor allem auch im Eventbereich, im Marketingbereich in der Schweiz, Digital Marketing und Innovationsthemen. Das sind die Themen, die dich begleiten. Und du hast jetzt die Innovation World Switzerland hast du initiiert. Stell dich kurz ein bisschen vor, wer bist du und was genau machst du? Ja, danke für die Einleitung und toll sind wir Medienpartner bei der SOM. Ja, ich bin die Eva und sicher bekannt als Netzwerkerin und begeisterte Zukunftsgestalterin für KMU. Ja, ich sehe mich heute in der Rolle als wirklich Erbauerin von Plattformen, von Netzwerken und ja, mit der Agentur begleiten wir natürlich auch Unternehmen, vor allem KMU in Kommunikationsthemen. Und zwischendurch coache ich auch kleinere Unternehmen, Solopreneurs für so digitale Sichtbarkeit, Branding und auch auf LinkedIn. Also es macht mir riesig Spaß, mein Wissen aus der Life and Digital Experience weiterzugeben. Ja, und so diese, ich sag mal, das Wissen einfach zu teilen. Sehr schön, sehr spannend, spannendes Umfeld. Du bist jetzt ja Medienpartner von SOM. Und was ist dein Ziel? Was hat dich bewegt, hier mitzumachen? Ja, Innovation World ist ja ein unabhängiges Business-Netzwerk und eben das Ziel ist, dass wir Wissen teilen, KMU befähigen und wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, wie viele KMUs einfach nicht so ready waren, gerade im Thema von Vertrieb, von Marketing, von eben Digital Business. Und darum haben wir uns gesagt, das ist bei Innovation World ein ganz, ganz zentrales Thema, das wir jetzt fokussiert ansehen. Und darum finde ich es ganz spannend, wenn wir uns da unterstützen und meine große Community da auch unsere Teilnehmer auf eure Plattform bringt und umgekehrt vielleicht der eine oder andere sieht, was wir Spannendes haben. Das ist, glaube ich, erfolgreiches Coworking. Ja, wunderbar. Du hast vorhin gesagt, ein Fokus ist KMUs. Warum fokussierst du dich auf KMUs? KMU, ja, die Schweiz ist ein KMU-Land, die Schweiz ist auch ein Innovationsland. Trotzdem in die KMU, ich bin ja selber eins, wir sind alle in unserem Daily Business extrem engagiert. Wir haben gar nicht zum Teil die Ressourcen, die Zeit, um wirklich vielleicht eben solche Digitalisierungsthemen anzupacken oder in der Professionalität. Und darum haben wir gesagt, wir fokussieren auf KMU, dass wir sehr, ich sag mal, hands-on mit Experten, mit Wissen, mit Lernhäppchen, so quasi Nuggets, die Leute einfach auf dem Weg begleiten können. Und das ist meine Passion, weil ich selber merke, ich brauche irgendwie Begleitung, ich brauche Leute, mit denen ich Vertrauen habe. Ich kann mir ja weder ein großes Beratungsunternehmen leisten, sondern brauche eben diese Unterstützung. Und das ist so meine Passion, so ein Netzwerk zu erschaffen und eben wieder im Coworking sichtbar zu machen, was es gibt, was wertvoll ist für KMU. Und wo hast du das Gefühl, wo stehen die KMUs in der Schweiz heute zum Thema E-Commerce vielleicht, aber auch Automatisierung? Das ist ja heute sehr, sehr aktuell. Ja, ich glaube, da gibt es zwei ganz große Lager, solche, die schon immer fit waren und sich ja sehr offen verhalten haben, natürlich schon, durch ihr Vertrieb und Produkte da vorne an der Front sind und andere, die bei der Pandemie total überrascht wurden. Also sagen wir, ein Restaurant, das ist nicht per se ja ein E-Business-Unternehmen, aber hat gemerkt, oh, das wäre jetzt toll, sie hätten vielleicht ihr ganzes Catering oder Bestellwesen, irgendwie einen E-Shop für so Lunchpakete zum Bestellen und die wurden alle auf dem linken Fuß erwischt, weil das einfach überhaupt nicht in der DNA war, sich mit dem Gedanken zu machen. Darum denke ich mir, es gibt unglaublich viel Nachholbedarf
Und einfach ein Wissenstransfer für so viele spannende Tools, die zum Teil auch kostenlos sein können. Kleine Anpassungen in den Prozessen und auf der anderen Seite natürlich Top-Profis, die schon lange wissen, wie es geht und auch sehr erfolgreich unterwegs sind. Und diesen Gap, oder, müssen wir schließen, das ist auch meine wiederum Berufung, die Plattform mit Innovation World ja, so aufzubauen, dass viele KMUs viel Wissen erhalten. Du bist ja eine riesen Netzwerkerin, das wissen wir. Du hast ja Messen organisiert und du kennst ganz viele Leute in der Schweiz. Und welche Bedeutung hat denn das Netzwerken für Innovation World? Ich glaube, das ist ganz ein zentrales Thema. Also so auch wie die SOM und ganz viele Plattformen auch sind. Netzwerken muss völlig in eine neue Bedeutung gestellt werden, oder? Weil wir jetzt uns auch live ja kaum getroffen haben, ist natürlich ein digitales Netz enorm wichtig, zum Teil auch überlebensnotwendig. Nur so mit diesem Fundament sind wir nicht alleine. Wir haben überall, ich sage jetzt mal vielleicht Business Partners, und darum ist auch auf einer neuen Metaebene gedacht, ist es so wichtig, dass Menschen, Firmen, Kooperationen, Organisationen neu kooperieren, realisieren, dass man nicht alles alleine machen muss, dass man zusammenarbeiten muss. Und ich denke gerade bei Innovation, die Welt braucht jetzt Firmen, Startups, große Unternehmen, kleine Unternehmen, Menschen, die einfach so, ich sage jetzt eben, sehr inkludiert denken, die Kleinen, die Großen mitnehmen und einfach so die Innovation auch fördern oder solche auch Digitalisierungsprojekte. Und was ist das brennende Thema momentan? Was ist das, was dich aktuell richtig beschäftigt? Ja, das geht schon genau in die Richtung. Ich glaube, sehr praxisbezogene Wissensplattformen hinzustellen, weil ich merke, wenn man so eine Plattform auch macht oder wir, was wir rausstellen möchten, die Leute möchten wirklich, ich sage jetzt am Cases, wirklich echte Fälle sehen oder echte Beispiele erleben können, zuhören können, wie das geht, sich vielleicht auch Mut machen, jetzt ein Thema anzupacken. Und das jetzt zu finden, zu clustern, sichtbar zu machen, das ist unser Thema. Also eben gerade jetzt im Bereich Marketing, was mein ja, Hauptthema ist, Marketing, E-Commerce, gerade auch im Handel, der stark betroffen war, da Cases zu sammeln, die zu zeigen, zu diskutieren und so wiederum zu einer Beschleunigung für Innovation hinzuarbeiten. Ja, wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit, Eva. Ganz toll. Bist du dabei und deine Firma, deine Partner? Möchtest du noch etwas zu unserem Audience sagen, also als Schlusswort? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist immer einfach ins Handeln kommen. Nicht nur zusehen. Das machen wir oft, oder? Wir hören die ganz vielen Online-Sessions, aber das Wichtigste ist ausprobieren, experimentieren und einfach tun. Und das versuche ich wirklich Vollgas zu geben. Also mein Fazit ist einfach go for it, egal wenn es nicht ganz perfekt ist, just do it. Wunderbar, ich freue mich sehr, bist du dabei. Herzlichen Dank für dieses Interview und wir sehen uns dann weiter. Danke vielmals, Katrin, und euch auch viel Erfolg in der Vorbereitung. Danke vielmals. Bye-bye. Ciao. Okay, ciao.